Beides hat bekommen die Stunde. Bleibt mir nur noch Ihnen das Wort zu geben. Bitte. Danke. Ich hätte es mir schon selbst genommen. Ja, schön. Ich glaube, nur in Österreich oder vielleicht sogar nur in Wien nennt man einen Rektor seine Magnifizenz. Das ist ein Wort, das mir so gefällt. Niemand hat mich je Magnifizenz oder Respektabilis genannt. Das glaubt, braucht man nur in akademischen Gruppen hier. Also ich danke Ihrer Magnifizenz, mich da hier wieder herzubringen. Es freut mich auch, dass Sie nicht das Wort Antibabypille gebraucht haben, das ich hasse. Das ist ein Wort, das ich glaube, das nur auf Deutsch gibt. In allen anderen Ländern heißt es die Pille. Ich will überhaupt nicht über die Pille sprechen. Aber da Sie angefangen haben, wollte ich das zumindest Ihnen danken, dass Sie das Wort Anti vergessen haben. Wenn Leute Anti für die Pille brauchen müssen, dann sage ich immer, nennen Sie eine anti-unerwünschte Babypille, weil es nicht eine Pille gegen Babys. Aber ich will nicht darüber sprechen. Sie haben über einen Vortrag gesprochen. Ich habe überhaupt keine Idee, was Sie eigentlich von mir erwartet haben, weil ich bin ja eigentlich für etwas anderes heute eingeladen worden. Das ist für den Film, den Sie nachmittags spielen, wo ich eine Rolle teilweise auch spiele, wo wir dann über diesen Film, diesen Dokumentarfilm sprechen werden. Ich dachte, es wird so ein Gespräch oder eine Diskussion oder irgendwas sein mit einigen Studenten. Also ich sehe hier, die Studenten sind etwas älter, als ich sie mir erwartet habe. Aber dann weiß ich auch, dass es Pfingsten ist und die Studenten sind alle wahrscheinlich schon weg. Und nur noch Leute, die sich das nicht leisten können oder irgendwie da sind, haben sich entschlossen, mich da hier zu besuchen. Also ich glaube, an einen Vortrag zu halten, wenn wir nachher Fragen haben, werde ich natürlich gerne versuchen, das zu beantworten. Das Thema, das Sie mir gesagt haben, dass ich mit den Studenten, die nicht da sind, zu diskutieren, ist der Übergang von mir von der Wissenschaft, wo ich schon, Gott weiß, wie lange gearbeitet habe, 50 Jahre, mich entschlossen habe, in einen anderen Beruf zu gehen, eigentlich zwei Berufe. Und das tue ich gerne. Insbesondere jetzt bei meinem Alter, das war ja ein Witz, ein unhöflicher Witz, sie zu unterbrechen, weil man das sowieso ununterbrochen in Österreich und Deutschland macht, sind die einzigen Länder wieder, die immer jede Einführung anfangen, Jahrgang so und so, das geht doch eigentlich Leute einen Dreck an, wann ich da geboren bin. Aber da sagen sie immer, ich bin 1923, das klingt mir so uralt. Und ich fühle mich aber nicht so und deshalb muss ich erst erklären, dass ich eigentlich wirklich nicht so alt bin. Ich bin in 1923 geboren, benehme ich mich aber nicht wie ein 1923-Jähriger. Wollte Ihnen zeigen, warum ich in ein anderes Leben gegangen bin und dachte, dass das Leben eines Literaten und in allerlei Genres. Und ich wollte Ihnen zeigen, warum ich das getan habe, wieso ich das getan habe und kann das eigentlich nur in einer Art und Weise tun, nämlich Ihnen die Produkte dieser Arbeit zu beschreiben. Und das wird wie ein Bücherverkauf ausschauen. Das ist aber nur teilweise. Natürlich stört es mich nicht, wenn Sie sich welche Bücher kaufen, was mich mehr interessieren würde, wenn Sie lesen würden. Sie können sie also stehlen, Sie können sie ausborgen, Sie können es am Web anschauen, wenn das möglich ist. Bei Theaterstücken können Sie es auch tun. Aber das interessiert mich. Und der Grund ist, dass wenn Leute mich fragen, was sind Sie jetzt? Ich sage, mein Name ist Gerassi, aber was tun Sie? Ich sage, ich bin ein Schmuggler. Nicht Schmuggler klingt illegal und schlecht. Das ist aber nicht das. Ich bin ein Schmuggler davon, versuche ein Schmuggler zu sein, von intellektuellen Informationen, indem ich versuche, Informationen über gewisse Gegenstände und Themen in das Gehirn von Leuten reinzuschmuggeln, die entweder nicht an diese Themen interessiert sind oder Angst von denen haben oder glauben, dass sie nicht verstehen würden, etc. etc. Also anstatt zu annoncieren, jetzt halte ich einen Vortrag, die einzigen Leute, die zu einem Vortrag kommen, sind die Leute, die ans Thema interessiert sind. Mich interessieren natürlich hauptsächlich die anderen 99,9% der Leute, die nicht daran interessiert sind oder wie gesagt Angst davon haben.
Und all das erstmal als, sagen wir, als Fiktion zu verstecken und insbesondere als Theaterstücke zu verstecken, was ich in den letzten 15 Jahren insbesondere gemacht habe, ist meiner Meinung nach ein interessantes Experiment. Weil dann, also Leute lesen einen literarischen Text aus anderen Gründen. Sie lesen gewöhnlich nicht, außer sie lesen ein Textbuch, um sich zu amüsieren. Oder sie können nicht einschlafen oder andere Gründe. Sie wollen aber nicht, dass man das für didaktische, pädagogische Zwecke gebraucht. Sie sagen, ich habe schon genug Vorlesungen in den vorigen 20 Jahren gehabt oder wie viele Jahre das waren. Jetzt möchte ich, dass sie mich amüsieren. Also versuche ich das zu tun, ohne ihm wirklich ganz, ganz klar zu machen, dass ich noch einen anderen Zweck habe für meine, für was ich geschrieben habe. Das war meine Idee. Aber bald habe ich gefunden, dass das noch etwas anderes war. Und das ist für mich das wirklich Wichtige. Und ich muss sagen, ich schreibe momentan an einem Buch, das nächstes Jahr zu meinem 90. Geburtstag, das klingt fürchterlich, herauskommen wird. Und das heißt, also ich schreibe immer auf Englisch, das wird dann übersetzt, aber ich gebe Ihnen den deutschen Titel an. Der Schattensammler, die allerletzte Autobiografie von Carl Gerassi, garantiert. Und also nicht nur aus Jahresgründen, aber vielleicht noch andere Themen beschreiben möchte. Aber wie ich arbeite jetzt an dem manisch, weil ich muss das nächsten Monat fertig kriegen, damit die Übersetzer übersetzen kann und damit es das nächste Jahr rauskommt. Und da habe ich schon sehr mein frühes Leben angeschaut und insbesondere das, was ich geschrieben habe. Und seine eigenen Arbeiten noch 10, 15, 20 Jahre später zu lesen, ist ernüchternd, ist interessant und ist wichtig. Weil da sehe ich natürlich, wie ich das jetzt anders lese, was ich selber geschrieben habe. Oder dass ich Sachen darin finde, die ich nicht gewusst habe, dass ich sie reingesteckt habe. Und dass es am Ende es am besten beschreiben kann als eine Art von Autopsychoanalyse. Also wenn da Psychoanalytiker sind, werden natürlich sagen, das ist unmöglich. Wir brauchen einen Analyst und wir brauchen einen Analysant. Und in diesem Fall bin ich beides. Aber ich muss sagen, ich bin das beides, das habe ich wirklich gesehen, weil ich bin der Therapist, also der Psychoanalytiker als Autor. Aber die Personen, die ich analysiere, sind die Figuren in meinen Romanen, in meinen Theaterstücken. Und stellt sich heraus, dass viele von denen bin ich das wieder. Natürlich versteckt. Ich gebe ihnen nicht den Rosetta-Stein zu Carl Gerassi, die müssen selbst finden, wenn sie ihn finden können, weil hier und da finde ich noch immer neue Rosetta-Steine, die ich gar nicht gewusst habe, dass sie da drin sind. Also das ist eine lange Einführung für ein Thema, wo ich sie jetzt eigentlich durch mein literarisches Leben sehr schnell führen möchte. Und ich habe mich entschlossen, einen PowerPoint hier zu bringen, damit ich Ihnen sehr schnell eigentlich die Bücher zeigen kann. Nur die Bilder, der Titelbilder, damit Sie wissen, worüber sich behandelt und dann das sehr kurz beschreiben. Also das erste Bild, das Sie hier sehen, ist ein Buch, über das ich nicht sprechen werde. Das war das allererste Buch, das ist 1979 geschrieben worden, das ich für ein generelles Publikum geschrieben habe, also zu einer Zeit, wo ich überhaupt noch gar nicht gedacht habe, oder um die Zeit herum, dass ich irgendwann mit einem generellen Publikum machen werde oder machen soll, vielleicht sogar darf. Weil die meisten Forscher, naturwissenschaftliche Forscher, sich nicht an das Publikum interessieren, aus sehr einfachen Gründen. Das Publikum kann nichts für uns tun. Also ich bin nicht ein Biochemiker, ich bin ein Organiker. Und ich bin sogar ein guter, ich war ein guter Organiker, ein bekannter Organiker. Aber der einzige Grund, warum ich das glaube, sonst könnte es nur einfach eine Selbstillusion sein, ist, dass die 12 oder 22 oder 31 wichtigsten Organiker in der Welt dasselbe glauben. Ob die kleine Zeitung oder der Standard oder BBC das denken, spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt keine Rolle in der Naturwissenschaft. Also das Publikum kann nichts für mich machen, mich, nicht nur Carl Gerassi, mich, der Forscher.
Und deshalb interessiert es mich von diesen sehr egotistischen Gründen überhaupt nicht, mit dem Publikum zu diskutieren. Zweitens ist, die verstehen meine Sprache nicht. Das ist insbesondere der Fall von Chemikern, die da auch nicht mit ihren Kollegen mündlich sprechen können. Wenn ich einen Kollegen habe, nicht nur einen Chemiker, nicht nur einen Organiker, nicht nur einen Steroidchemiker, sogar einen, der wirklich ein Spezialist im selben Gebiet wie ich bin, und wir treffen und er sagt, na, was machst du jetzt? Und ich sage, na ja, und? Und dann halte ich an und sage, einen Moment, hast du Papier oder Bleistift oder zufälligerweise habe ich ein PowerPoint in meiner Tasche oder eine Tafel und wir fangen an zu zeichnen. Weil wir nicht in Wörtern sprechen, sondern durch die Piktogramme der chemischen Formeln. Also, wenn ich mit meinen Kollegen nicht so sprechen kann mit Wörtern, wie kann ich denn mit gewöhnlichen Leuten darüber sprechen? Das ist natürlich das eine der Gründe. Aber wie Sie hier sehen, das Thema dieses ersten Buchs ist ja nicht ein chemisches Thema. Es ist ein sehr wichtiges soziales Thema mit vielen anderen Verbindungen, hat sehr viel mit Frauen zu tun, mit damals der feministischen Bewegung. Und hat mich auch geführt, dass ich bin schon ein Professor, 50 Jahre schon in der Stanford-Universität, dass ich damals angefangen habe, obwohl ich ein Chemieprofessor bin, alle meine Forschungen in Chemie waren und die Vorträge für die Doktoranden in der Chemie waren, dass ich angefangen habe, in unserem feministischen Programm zu unterrichten, ungefähr 20 Jahre. Und dann weiter das nächste Gebiet, das ich dann auch unterrichtet habe, wieder als ein Pseudochemiker, war die Humanbiologie und dann endlich die biomedizinische Ethik. Also das sind drei Gegenstände, wo es natürlich schon wichtig ist, mit einem breiten Publikum zu sprechen und nicht hoffentlich nicht nur mit einem akademischen, sondern auch mit einem öffentlichen, ausgebildeten, interessierenden, wie ich hoffentlich glaube, Sie da hier sind, die da heute an einem schönen Freitagnachmittag hergekommen sind. Also, das war mein erstes Experiment, mit dem Publikum überhaupt zu sprechen. Und ich glaube, das war die erste theoretische Verführung. Das war 1979. 1984 war mein Annus Horribilis, eines der ärgsten Jahre meines Lebens, persönlich. Und da habe ich damals ein Buch geschrieben, ich werde mit dem anfangen, das ist nämlich hier, das ist erst vor 3 Wochen rausgekommen, also bitte, es ist noch eingepackt. Ich hoffe, dass die paar, die da hier sind, verschwinden werden. Sie können sie auspacken und sie wirklich durchschauen. Das hat ein sehr schönes Bild. Das werden Sie als nächstes Bild. Ah, das haben Sie schon hier. Sie sehen ein wunderschönes Bild. Das ist ein Bild von Paul Klee, das mir gehört, das ich jetzt der Albertina geschenkt habe. Und das ist das erste Buch, das einzige Buch, vielleicht das einzige Buch, das ich je publizieren werde, das bilingual ist. Also sowohl Deutsch wie Englisch. Auf einer Seite Englisch, auf der anderen Seite Deutsch. Es ist jetzt nur hier rausgekommen, nur in Österreich, in Europa, sagen wir, in Österreich, ein österreichischer Verlag, wird aber dann auch in Amerika rausgebracht. Aber der Grund, die Idee, das bilingual rauszubringen, war die Idee des Heimann Verlags, weil er gesagt hat, die fast alle deutsch lesende Personen, die so ein Buch lesen werden, verstehen ja auch Englisch. Und da es eine Gruppe von Gedichten ist, wie Sie gleich sehen werden, sehr persönliche, sehr brutale, würde es die Leute interessieren, das auch auf das Original Englische zu lesen. Für mich war das emotional wichtig, habe es gar nicht gewusst, weil meine Muttersprache, das werden Sie vielleicht nicht von meiner Sprache momentan noch bemerken, ist aber Deutsch. Deutsch, das ist eigentlich ein Wiener Deutsch. Ein Wiener Deutsch von einer uralten Zeit, wo es noch keine englischen Wörter gegeben hat. Nicht? Für mich ist das der Plafond und nicht die Decke. Und so andere wienerische Aussprachen, aber wenn es eine Fremdsprache gegeben hat, waren immer Französisch und nicht ein einziges englisches Wort. Deshalb beleidigt mich noch immer, wenn jemand sagt, ich bin geoutet. Das ist das ärgste Wort, das ich überhaupt kenne, bis jemand dann sagt, ich habe das gemailt zu Ihnen. Das sind so die fürchterlichen deutschen Wörter, die mich nervös machen. Aber trotzdem ist es ein Deutsch, das ich dann im Alter von 14 Jahren, wie ich dann aus diesem Land hier herausgeschmissen wurde, habe ich dann 50 Jahre nicht Deutsch gesprochen. Meine
Frauen, meine Gattinnen. Ich bin mehr als einmal verheiratet. Und wenn man Gattinnen sagt, bedeutet wahrscheinlich mehr als zweimal. Und es ist ja auch wahr, ich bin dreimal verheiratet. Aber seriös, jedes Mal lange Zeit. Ich habe schon sehr jung angefangen, aber spät aufgehört. Also, mein Deutsch fange ich jetzt natürlich wieder, versuche es wieder zurückzukriegen, meine Muttersprache. Ich schreibe aber nicht auf meine Muttersprache. Ich kann natürlich etwas mailen, ich kann einen Brief schreiben, ich kann auf Deutsch schimpfen, aber literarisches Schreiben ist eine ganz andere Frage. Also, meine Muttersprache ist Deutsch, meine adoptive Sprache ist Englisch. Und ein Buch in den beiden Sprachen zu sehen, ist eigentlich für mich ein interessantes geistliches Gespräch, muss ich gleich sagen. Also hat mir das sehr gefallen. Was ist das? Was mir passiert ist, und ich fange gleich mit dem Persönlichen an, dass in 1983, in dem Jahr, das war nach der Scheidung meiner zweiten Frau, ich habe mehr oder weniger allein gelebt, sehr schönes Haus, in einem Gut in der Nähe von San Francisco, in der Nähe von Stanford University, wo ich unterrichtet habe. Und ich war mit dieser Dame sehr verliebt. Sie war eine fantastische Frau. Und wir haben 5,5, 6 Jahre mehr oder weniger zusammen gelebt. Mehr oder weniger, nicht total. Und eines Tages, sie war auch eine Professorin, auch bei der Stanford, viel jünger als ich, hat mir gesagt, es hat brutal geklungen, aber sie hat es nicht brutal gesagt, aber für mich war es wie eine kalte Dusche. Ich habe mich in jemanden anderen verliebt. Er hat mir nicht gesagt, wer das ist, ich habe ihn auch nicht gekannt. Ich habe nur dann gehört, dass er nicht ein Naturwissenschaftler, sondern ein Pseudo-Literat ist. Pseudo ist natürlich meine Definition, er war ein Literati, aber für mich war er ein Pseudo-Literati. Und ich habe gesagt, wie kann sie das tun? Sie ist in mich verliebt, sie hat mich, wie kann sie einen anderen Mann verlieren? Also total typisch männlich, macho, teilweise infantil, obwohl ich damals schon 60 Jahre alt war. Und ich habe gesagt, wir werden sie nie wieder sehen. Sie war damals ein Jahr am Sabbatical in Harvard University. Also sie hat sich dort an jemanden verliebt, an der Ostküste. Ich habe gesagt, wir werden nie mehr wieder sehen. Und da war so eine Explosion von Rache, erst einmal um Beleidigung und allerlei anderen total schlechten, aber sehr starken Gründen. Und Rache, muss ich sagen, ist eine der stärksten Motivationen, eine der schlechtesten natürlich, aber stärkste. Und sehr primitiv habe ich mir gedacht, ich werde ihr zeigen, wenn sie glaubt, ich kann das auch nicht tun, ich werde etwas Literarisches schreiben. Und ich habe nie vorher daran gedacht, muss ich Ihnen gleich sagen, das ist nicht eine Art und Weise, wo ich mir gedacht habe, eines Tages werde ich da etwas Literarisches schreiben, mir überhaupt nicht in den Kopf gekommen, obwohl ich immer sehr viel gelesen habe, auch sehr viele Gedichte. Sie war eine Professorin der englischen Literatur und insbesondere der Poesie. Da war eine Explosion von Gedichten, Explosion von 40, 50, 60 innerhalb eines halben Jahres, die ich nur für mich geschrieben habe, als Art Tagebuch. Ich habe nie vorher ein Tagebuch geschrieben und auch später nicht eines. Und da sind Gedichte mit sehr wenigen Ausnahmen, die nie herausgekommen, habe ich nie jemandem gezeigt. Und dann, das war eine Art von Katharse. Und dann habe ich das weggelegt und angefangen, einen Roman zu schreiben. Ein Revanche-Roman, das war ein Schlüsselroman über eine sehr intelligente Frau und ein fantastischer Mann, ein Akademiker, an den sie sich verliebt haben und dann eines Tages war sie momentan blöd und hat sich entschlossen, mit jemand anderem zu verlieben. Typischer Schlüsselroman, der Schlüssel war natürlich auf dem Tisch drauf und jeder hat den natürlich sehen können. Und den habe ich innerhalb eines Jahres fertig geschrieben. Wo habe ich den geschrieben? In Flugzeugen, bei wissenschaftlichen Seminaren, in Hotels, bei den Reisen. Ich, der nie Notizen macht bei chemischen Seminaren, ich sitze immer da und schaue mir das an. Auf einmal habe ich angefangen zu schreiben, die alle haben gedacht, Gott, der Jurassic fängt jetzt an, wirklich Notizen, wirklich aufmerksam zu sein bei unseren Seminaren, sich total geirrt. Was ich geschrieben habe, waren Gedichte und da ist mir ein Roman. Aber so habe ich das geschrieben, habe das innerhalb eines Jahres fertig geschrieben. Und dann, ein Jahr später, nachdem diese sehr fantastische Frau mich verlassen hat sie mir einen Brief geschrieben, ich habe nie gedacht, dass ich je von ihr wieder hören werde, mit Blumen. Und er hat gesagt, vor einem Jahr haben wir uns auseinandergegangen, ich habe sie sofort unterbrechen wollen und sagen, das war deine Schuld, nicht meine, wieder typisch.
Und aber dann hat sie gesagt, möchtest du einmal treffen, wir können sprechen, warum ich das eigentlich, warum wir das getan haben. Und ich habe gesagt, natürlich möchte ich dir sprechen. Und wir uns getroffen haben, anstatt dir Blumen zu geben, habe ich ihr das Manuskript des Romans gegeben. Also sie hat das erste Mal überrascht und dann entsetzt gelesen und hat gesagt, du bist ja, was wirst du mit tun? Das ist ein typischer Chemiker, wie gesagt, wenn man etwas tut, will man das nur veröffentlichen. Nicht? Das ist ganz klar, sonst, warum macht man das sonst? Und sie hat gesagt, du bist verrückt, du kannst das nicht tun, du ziehst uns aus. Und ich habe gesagt, was heißt, ziehst uns aus? Das ist ein Schlüsselroman, wer weiß, wer was ist. Also Sie haben gesehen, ich habe ein steifes linkes Bein, weil ich glaube, in dem Roman hat er mal ein steifes rechtes Bein gehabt. Aber ich meine, das war kein Verstecken, das war nur Blödheit. Aber nicht, hat uns aber wieder zusammengebracht. Und dann eines Tages, ich kann mich nicht mal erinnern, wer das vorgeschlagen hat, gesagt, warum heiraten wir nicht wieder? Also das war dann meine dritte Frau und ich war ihr dritter Mann. Und wir waren 22 Jahre verheiratet. Und sie ist vor 4,5 Jahren gestorben, obwohl sie 16 Jahre jünger als ich bin. Und 2 Jahre nach ihrem Tod habe ich die Gedichte wieder gelesen, die versteckt, also nicht absichtlich versteckt waren, aber vergraben waren. Und habe mich entschlossen, ich habe sie dann ganz anders gelesen, sehr kritisch, selbstkritisch teilweise, und habe angefangen, sie umzuarbeiten, gewisse zu eliminieren, andere umzuarbeiten und in einer Art und Weise zu arrangieren, die psychologisch eigentlich interessant ist. Und ich habe gedacht, bei meinem Alter spielt das keine Rolle mehr. Meine Frau, die ja tot ist, aber sicher einverstanden gewesen wäre, wenn sie gewusst hätte, dass ich am Ende herausbringe, weil sie ja hauptsächlich selbstkritisch ist und ich dabei etwas gelernt habe, ich bin geschlossen, das herauszubringen. Also das ist teilweise mein erstes Buch, mein erstes Experiment überhaupt in Literatur zu gehen, nicht absichtlich, sondern zufälligerweise, also gewarnt, aus persönlichen Gründen. Und das auch zu der gleichen Zeit mein letztes Buch ist. Eigentlich stimmt das nicht, weil vor 2 Wochen ist noch ein Buch rausgekommen, und ich habe die 3 ersten Exemplare hierher gebracht. Und wenn, das ist leider auf Englisch, das Deutsche wird erst im August rauskommen. Wenn Sie das interessiert, das gebe ich auf den Büchertisch. Also diese 3 können Leute auch kaufen, wenn sie wollen. Aber das ist nicht persönlich von dem Standpunkt wie dieses hier. Also ich fange mit dem an. Dann haben wir uns geheiratet. Also da war ich aber schon infiziert von der Idee, etwas zu schreiben, und dann ein Jahr später, also einige Monate nachdem wir uns verheiratet haben, da habe ich eine Krebsdiagnose bekommen, eine sehr schwere, und bin sofort ins Spital geschickt worden, operiert worden, habe einen Monat im Spital verbracht und habe wirklich nicht gewusst, wie lange ich noch leben werde. Und ich muss sagen, ich war bis damals eine sehr gesunde Person, aber ich habe nie an Tod gedacht. Ich habe natürlich gewusst, dass ich sterben werde. Aber damals war ich in meinen Anfang 60er Jahren. Mein Vater ist im Alter von 96 bei einem Unfall gestorben. Meine Großmutter war 101. Also ich habe mir gedacht, in ein paar Jahrzehnten werde ich darüber denken. Und auf einmal habe ich gesagt, jetzt denke ich sofort daran. Und das war deprimierend. Und auch gefragt, nur jetzt, dass ich das weiß, ich habe keine Idee, wie lange ich noch leben werde. Was, wenn ich das 5 Jahre früher gewusst hätte, dass ich jetzt so einen Krebs und eine lebensgefährdende Krankheit kriegen werde, hätte ich mein Leben geändert? Und die Antwort ist einfach ja. Was hättest du getan, habe ich mich selber im Bett gefragt. Ich habe gesagt, ein anderes intellektuelles Leben noch zu führen. Und da die Verbindungen, die Rache, die Gedichte, den Roman, den ich meiner Frau versprochen habe, nie herauszubringen, habe es auch nie herausgebracht, obwohl ich ihr nicht versprochen habe, es nicht zu kannibalisieren, die Themen, habe ich mir entschlossen, ich werde versuchen, wirklich ein Autodidakt in der Literatur zu werden. Und habe es natürlich meiner Frau gesagt. Und sie hat mir diesmal zugegeben, sie hat gesagt, na gut, wenn du es tun willst, ich weiß nicht, ob du wirklich das Talent hast, aber du hast etwas, du hast die Disziplin zu schreiben. Das hast du bewiesen, wie du einen Roman von 300 Seiten in Hotel und Seminars und Flugzeug und so weiter geschrieben hast und Pferde geschrieben hast. Ich würde dir vorschlagen, wenn du es wirklich tun willst, schreibe Kurzgeschichten. Dann wirst du wirklich lernen, wie man schreibt, dann wirst du lernen, wie man abkürzt, dann wirst man lernen, wie man seine
literarischen Lieblinge tötet. Das muss man lernen, sie töten zu können. Und werden wir sehen, was passiert ist. Und dann, wie Sie sehen, die Operation und das andere war ein Erfolg, weil ich lebe noch immer und der Krebs ist nie wieder zurückgekommen. Das nächste Jahr war sie, die eine Professorin in der Literatur in Stanford war, wurde sie die Direktorin im Sommer des Stanford-Programms an der Oxford University. Wir haben ein Programm in verschiedenen anderen Ländern, wo Stanford-Professoren darunter unterrichten, für Stanford-Studenten, die ein Semester, zwei Semester im Ausland verbringen. Und wir haben ein Programm bei der Oxford und sie war die Direktorin. Ich bin hingekommen mit ihr zum ersten Mal in meinem Leben als, was wir auf Englisch nennen, ein Faculty Husband. Also ich bin als der Gatte gekommen und sie war die Professorin und ich habe die Gemüse gekauft und das Frühstück gemacht und sie abgeholt am Abend. Und was ich während der Woche, während des Tages getan habe, ist zu schreiben, Kurzgeschichten. Und das war mein, nächstes Bild bitte, kann ich das nächste haben bitte, mein erstes Buch. Also auf Englisch hat es einen anderen Titel gehabt, aber auf Deutsch, also es hat zwei Titel gehabt, also den ich lieber habe, ist Wie ich Coca-Cola schlug und andere Geschichten. Und das war mein erster Versuch und das war ein guter. Es war ein guter, weil ich da wirklich gelernt habe. Ich will nicht weiter darüber sprechen, weil wir haben keine Zeit, solche Sachen zu tun. Ich schreibe momentan meine Autobiografie genau über diese Geschichte, warum ich das geschrieben habe und welche Themen ich mir ausgesucht habe. Weil diese Themen haben etwas sehr Persönliches bei jeder Kurzgeschichte zu tun gehabt. Die haben sich mit Themen beschäftigt, die mich interessieren. Sex, Frauen, Oper, Essen und andere solche Sachen. Aber dann meine Frau zu mir gesagt, also gut, das ist nicht schlecht. Ich möchte wissen, was dein frühes Leben war. Nicht wie sie mich kennengelernt hat, war ich schon in meinen späten 50er Jahren. Sie hat nicht über mein frühes Leben gehabt, sie war eine typische Totalamerikanerin, die kein Wort Deutsch gesprochen hat, in Pocatello, Idaho geboren ist, in der West Coast, in Washington, State of Washington, mit Ausnahme von Yale University, ausgebildet wurde, an der Westküste Universität Stanford jahrelang schon unterrichtet hat, wollte wissen über ihren europäischen, säkulären, jüdischen Mann. Sie war eine katholische Amerikanerin. Und ich habe gesagt, na gut, Kurzgeschichten schreibt, danke vielmals. Coca-Cola-Glas. Bitte? Ein Coca-Cola-Glas. Ah, das stimmt. Danke. Also das ist nett. Bitte. Die Grünen sind wirklich die Beste. Nicht kalt genug. Nein, kein Eis. Das stimmt. Da habe ich, schreib was über dich, dein Leben, eine Autobiografie. Also ich bin nicht eine Person, die sich damals eigentlich sonst ausgezogen hat vor Leuten. Aber ich habe beschlossen, ja, aber ich werde eine Autobiografie schreiben, die nicht eine typische Autobiografie ist, also nicht chronologisch. Ich bin dem Jahr geboren, meine Eltern sind so und so und da werde ich da langsam älter und älter. Mich beschlossen, ich nehme gewisse Themen aus meinem Leben, die eine andere Person, insbesondere meine Frau, eine intelligente Amerikanerin, die sie interessieren würde oder amüsieren würde, die ihnen etwas erzählen würde über ihren Mann, der zu einer sehr katastrophalen und wichtigen und interessanten Zeit geboren ist. Nicht die Sache, in Europa geboren, herausgeschmissen worden, ein Semi-Amerikaner geworden bin, dann nach Mexiko übersiedelt bin, 5 Jahre, wieder zurückgekommen bin. Allerlei, ich war ein totaler Bigamist, indem ich sowohl immer an der Universität wie in der Industrie gearbeitet habe und so weiter. Also, ich würde sagen, ein interessanter Mann, vielleicht nicht ein sympathischer, aber spielt keine Rolle. Ich bin nicht langweilig, das kann ich gleich garantieren. Ob er mit mir leben kann, ist eine andere Sache. Aber zumindest von dem Standpunkt aus. Und da habe ich gesagt, ich werde das erzählen. Ich werde nicht verschönern, ich werde schlechte Sachen erzählen, amüsante, interessante. Aber angefangen, ein Kapitel hier zu schreiben, ein anderes zu schreiben und habe es dann an Zeitschriften geschickt, wie ich immer ein Kapitel fertig geschrieben habe. Die haben es sofort angenommen. Das war nicht die Sache mit den Kurzgeschichten, da hat man wirklich versuchen müssen, das hier und dort herauszubringen. Habe ich gesehen, das ist wirklich ein Thema, das Leute interessieren würde. Das waren gute literarische amerikanische Zeitschriften und Magazine. Und dann habe ich, wie ich dann ungefähr 10 geschrieben habe, habe ich mir entschlossen, das zusammenzustellen. Das nächste Bild bitte.
zusammenzustellen. Hier ist die deutsche Übersetzung, die sehr gut hier verkauft worden ist. Auf Deutsch hat er die Mutter der Pille, das war nicht der englische Titel. Der englische Titel ist, klingt gut, aber ist auf Deutsch unmöglich. Das heißt The Pill, Pygmy Chimps and Degas Horse. Also Pygmy Chimps sind Pygmäen, Schimpansen. Nicht, das ist so lang, Pygmy Chimps ist so kurz. Degas Horse, das Pferd von Edgar Degas, ist wieder Pferd. Klingt nicht gut. Also The Pill, nicht die Anti-Baby-Pille, das ist die Übersetzung, die Anti-Baby-Pille, Pygmäen, Schimpansen und das Pferd von Degas. Nicht, da muss man ja einen ganzen Roman darüber schreiben. Also da wollten sie das, der deutsche Verlag wollte der Vater der, der Vater der Pille schreiben. Da habe ich ihm erklärt, der Vater der Pille gefällt mir überhaupt nicht. Am Ende haben wir gesagt, die Mutter der Pille für Gründe, die ich dann beschrieben habe. Auf jeden Fall, das Titelbild ist ein gutes, nicht? Ich bin schwanger dabei. Also das soll sowohl ein Witz, aber Sie sehen, ich schaue nicht lustig aus. Also das ist wirklich ein seriöses Thema. Und ich hatte viel da geschrieben. Und das war ein gutes Buch. Ich meine, gut, es war gut, in dem ich so allerlei ehrliche Sachen beschrieben habe. Aber ich dachte, die waren ehrlich. Es war mir ganz klar bald, dass Autobiografie als ein Genre, nicht Carl Gerasses Autobiografie, Autobiografie als ein Genre muss eine Art von Automythologie sein. Es muss eine Art von Fiktion sein. Eine interessante Fiktion, die nicht so dasselbe ist, wie einen Roman zu schreiben. Es muss eine Fiktion sein, weil die meisten Leute, die Autobiografien schreiben, sind entweder alt oder zumindest älter. Und sie schreiben doch auch über Sachen, die vor Jahrzehnten passiert sind. Und man will natürlich sich mehr oder weniger sympathisch beschreiben. Und man schreibt Sachen, die man sich mehr oder weniger so erinnert. Und es gibt so eine Art von Massage. Und man sagt, na ja, eigentlich war es wirklich so etwas schöner, könnte auch so passiert sein, und wenn Sie es wiederholen einige Mal, dann glauben Sie schon, dass es so passiert ist, etc., etc. Es ist natürlich ganz klar, warum das ist, weil das geht ja durch einen Filter Ihrer eigenen Psychologie, wo Sie nicht die ärgsten und schlechtesten Sachen zugeben wollen, oder Ihr Geist erlaubt Ihnen das nicht. Und das habe ich dann am Ende bemerkt und habe gesagt, no, c'est la vie, seine Autobiografie. Das war interessant für meine Frau, die eine Biografin wurde, eine sehr bekannte. Und die hat einige wirkliche Bestsellers auf Englisch geschrieben, die auch auf Deutsch übersetzt worden sind. Ihr Name ist nicht Gerasse, sondern Diane Middlebrook. Und das war die Autobiografie. Dann habe ich entschlossen, ja, jetzt gehe ich in die wirkliche Fiktion. Und wenn ich in die Fiktion gehe, also wirklich Fiktion, dann kann ich natürlich schreiben über was immer ich will. Ich kann euch über den wirklichen Carl Gerasse schreiben. Ich kann über Sachen, die mir passiert sind, die ich nicht sonst zugeben würde. Oder was noch wichtiger ist, ich kann über meine Fantasien schreiben. Über die Sachen, die ich gern machen möchte oder gemacht hätte oder noch machen möchte. Insbesondere teilweise auch mit Frauen fantasieren, muss ich ganz ehrlich zugeben, über die man natürlich offensichtlich überhaupt nicht sprechen würde. Das kann ich aber alles in meine Fiktion verstecken, weil ich natürlich nicht zugebe, wer ich bin. Und ich verstecke das nicht nur in die Männerfiguren, sondern auch in die Frauenfiguren. Und das ist wirklich der Anfang, der wirkliche Anfang, ohne es am Anfang absichtlich zu machen, einer Autopsychoanalyse. Und jetzt möchte ich sehr schnell durch diese Bücher führen. Das nächste Bild hier. Bevor ich das getan habe, in 2001, also das war 1991, 2001, also 10 Jahre später, habe ich das geschrieben, aber das englische Titel war This Man's Pill, Reflection on the 50th Birth of the Pill, also Bedenkungen an den 50. Geburtstag der Pille. Das war ein Memoir, das war genau 50 Jahre, nachdem wir die chemische Forschung über die Pille gemacht haben. Und das war ein Memoir, das sich mit der Pille beschäftigt hat, aber in einer Art und Weise, wo ich auch über die, nicht über, insbesondere über die wissenschaftlichen Sachen, sondern über die sozialen, die kulturellen, die psychologischen, die legalen, die ökonomischen und insbesondere die Effekte auf Frauen gemacht hat und wie die Arbeiten über die Pille mich geändert haben als Naturwissenschaftler, ganz anders. Deshalb habe ich es This Man's Pill genannt, nicht weil die Pille mir gehört, sondern was die Pille diesen Mann gemacht hat, ihm umgewechselt hat. Und es war ein okay Buch, aber das war wirklich nicht eine Autobiografie. Dann habe ich mit Romanen angefangen. Nächste Bild bitte. Und der erste, und das war der erfolgreichste von allen, heißt Cantor's Dilemma.
Das ist jetzt wieder rausgekommen vor einigen Jahren vom Heimann Verlag in einem Band der Stammesgeheimnisse. Sie sehen es auf der linken Seite. Und dieser Band enthält zwei Romane, meine ersten zwei. Ich habe mich damals entschlossen, eine Tetralogie in einem Genre zu schreiben, die Leute gewöhnlich nicht gebrauchen, nämlich Science in Fiction, das ganz anders ist als Science Fiction. Weil in Science in Fiction behaupte ich, dass alles, was ich beschreibe, das mit Wissenschaft oder Wissenschaftlern, also Science and Scientists zu tun hat, wahr ist, entweder passiert ist oder jetzt passieren wird und total plausibel ist. Das muss man ja gar nicht bei der Science Fiction machen, das sonst ein interessantes Genre ist, aber nicht ein Genre, das mich interessiert. Also ich habe mich entschlossen, in diesem Genre zu schreiben. Also in diesem ersten Roman, das nächste Bild bitte. Und da können Sie sehen, das können Sie selbst schnell lesen, womit sich das beschäftigt. Das ist ein typischer Campus-Roman, ein Genre, der damals sehr selten in Deutsch, aber öfters in Englisch erschienen ist. Über das akademische Leben, realistisch, aber teilweise amüsant, kritisch, sarkastisch zu schreiben. Also teilweise seine eigene Stammeskultur ein bisschen herumzuspielen, aber trotzdem ehrlich zu sein und den insbesondere jüngeren Leuten, die in die akademische Gebiete gehen, das auch wirklich dann zu verstehen. Und das von dem Standpunkt aus ist das ein ausgezeichneter. Man lernt sehr viel dabei und ich glaube insbesondere Leute, die in die Naturwissenschaften gehen, ich spreche über Leute, die in den 20er Jahren sind, wäre eine gute Idee, das zu lesen, damit sie wirklich sehen, was sie da reinkommen. Aber sowohl von guten Sachen wie schlechten. Zum Beispiel, nicht? Das ist die naturwissenschaftliche Forschung ist das kollegialste von allen kreativen Disziplinen, weil sie mit Mitarbeitern arbeiten müssen. Total kollegial. Zur gleichen Zeit ist es die brutalste Konkurrenz. Und die Konkurrenz natürlich mit den Kollegen selber. Im zweiten Roman. Und der zweite Roman im selben Band, der noch existiert, Stammesgeheimnisse, heißt das Bourbaki Gambit. Also wenn ich Sie schnell fragen würde, wissen, wer Bourbaki ist, wenn ich so ungefähr 100 Leute frage in einer Universität, sind es immer eins oder zwei, die Hand darauf stellen. Und ich weiß sofort, wer die sind, weil sie sind Mathematiker. Und die kennen die Geschichte der französischen Bourbakis, die Sie hier sehen. Und das ist eine psychologisch, eine unglaublich interessante Geschichte, weil Naturwissenschaftler nie, die publizieren ununterbrochen, aber nie unter einem Nom de Plume, während sehr viele kreative, berühmte, zum Beispiel Schriftsteller, Autoren gibt, die unter einem Nom de Plume schreiben. Und warum tun wir das nicht? Und das ist eine interessante Geschichte, sowohl als eine amüsante Roman wie psychologisch interessant, die natürlich sich mit mir selber auch beschäftigt, weil ich natürlich auch nicht unter einem Nom de Plume schreibe. Ich wollte es nur geben. Das nächste Bild, bitte. Sind wieder ein Sammelband, der aufgedeckte Geheimnisse heißt. Und der erste, also der dritte Band, von dem heißt Menachems Name. Menachem ist ein sehr jüdischer Name. Ich habe hauptsächlich einen jüdischen Namen gebrauchen wollen, den man nicht irgendwie als nicht-jüdisch auch nur annehmen kann, sagen wir David. Könnte öfter sein jüdischer Name sein, muss aber nicht sein. Es gibt andere, also Menachem, gar keine Frage. Deshalb habe ich Menachem gebraucht. Aber es würde interessieren, wo der angefangen hat. Der hat angefangen sehr nahe von hier. Also eine total autobiografische Sache. In Kirchberg am Wechsel. Also warum Kirchberg am Wechsel? Es ist nicht eine intellektuelle Hauptstadt der Welt. Aber es ist nicht so ein Bauerndorf, wie man es denkt, weil Wittgenstein hat in der Gegend da einige Jahre als Volksschullehrer gearbeitet. Er war ein schlechter Volksschullehrer, den man am Ende rausgeschmissen hat. Aber es gibt ein Wittgenstein-Museum dort und da bin ich zum ersten Mal 1988 zurückgekommen nach Österreich. Nicht, weil ich freiwillig herkommen wollte oder weil jemand mich eingeladen hat, sondern mit meiner Frau, die damals eingeladen wurde bei einem internationalen Symposium in Kirchberg am Wechsel um das Thema Psychoanalyse und Literatur, weil das war ihre Spezialität. Sie hat sehr viel mit psychoanalytische Dekonstruktion in der Literatur auch gearbeitet, einen sehr guten Vortrag gehabt. Also ich bin als Gatte hingekommen, nicht? Und während die da
ihre Sprecher gehabt haben, bin ich in der Volksschule gesessen und habe das erste Kapitel meiner Autobiografie geschrieben, das ich dann Freud und ich genannt habe. Warum? Weil ich da bin einkaufen gegangen, während dem Vortrag gehabt. Ich kann mich noch erinnern, ich bin Kirschen kaufen gegangen. Es war im Sommer und ich gehe in ein Geschäft rein. Und natürlich habe ich gefunden, dass damals in Österreich niemand Kreditkarten annimmt. Also habe ich bar zahlen müssen. Das waren noch Schillinge. Und da schaue ich mir das 50-Schilling-Stück an, Note an. Und da ist das Bild von Sigmund Freud. Und so hat das angefangen. Und dann bin ich zum Wittgenstein-Museum gegangen, etc., etc. Und da habe ich noch etwas anderes beschrieben. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen etwas über die Pugwash-Konferenzen nennen. Pugwash, das ist so ein geschlossener Club von Naturwissenschaftlern, der 1959 von Bertrand Russell und Einstein gegründet wurde und wo während des Kalten Krieges, wo Wissenschaftler von Russland, Amerika, China, England, Deutschland, auch ein Österreicher, ungefähr 25, 30 Leute am Anfang, sich getroffen haben in einem neutralen Platz. Das war Pugwash, ein kleines Dorf in Nova Scotia, in Kanada, um über Themen zu sprechen, hauptsächlich die Atombombenprobleme und so weiter, die Diplomaten damals im Kalten Krieg nicht diskutieren konnten. Das wurde dann jedes Jahr weitergeführt. Ich habe dann auch 20 Jahre da teilgenommen. Das waren geschlossene Konferenzen. Und ich muss Ihnen gleich sagen, 1995, glaube ich, hat es den Friedensnobelpreis bekommen, die Pugwash-Konferenzen. Die wurden dann sehr, sehr wichtig, muss ich Ihnen gleich sagen. Ich wollte einen Roman darüber schreiben. Es hat eine Pugwash-Konferenz damals in den 70er Jahren hier in Österreich gegeben, in Baden bei Wien, da habe ich teilgenommen. Es war das zweite Mal, dass ich wieder zurück hierher gekommen bin, nach Österreich, aber wieder zu einer Konferenz, einer geschlossenen. Und was dort passiert ist, war eines der ersten Treffen zwischen den Israelis, die auch immer teilgenommen haben dann an diesen Pugwash-Konferenzen, und der PLO, den Palästinensern. Damals waren die in Tunis. Und da haben sich zum ersten in einem kleinen Zimmer, waren ungefähr 10, 15 Leute, ich bin dort nur gesessen, zugehört. Das war fantastisch. Das erste Mal, dass die Israelis und PLO wirklich zusammen getroffen haben und beide natürlich nicht zugegeben haben, den Auswählern, dass sie sich überhaupt getroffen haben. Nicht? Also nicht gestritten, aber geschimpft und debattiert und so weiter. Aber das war das Fantastische. Am Abend, eine Woche lang wohnen wir da, diese 100 Leute, die da teilgenommen haben, im selben Hotel, selben Plätzen. Am Abend haben sie die zwei, den Israelis und den Palästinenser, in einer Ecke im Garten gesehen, zusammengesessen auf einer Bank und höflich diskutiert. Das war unglaublich. Und das habe ich hier beschrieben, in einer fiktionellen Sache. Ich habe gesagt, das ist in Kirchberg passiert. Aber das wollte ich also in das verstecken und dann wollte ich auch über die männliche Unfruchtbarkeit schreiben. Also eine wirklich komplizierte Mischung und das ist war der erste Roman. Entschuldige, das nächste Bild. Und da schreibe ich, dass es hauptsächlich mit der männlichen Fortpflanzung zu tun hat und insbesondere sehen Sie unten über eine der wichtigsten biomedizinischen Erfindungen, die ICSI-Methode, also das ist ein Akronym für ein kompliziertes Wort, dass die direkte Injektion eines Spermiums in ein Ei ist. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten medizinischen Erfindungen in der Reproduktionsbiologie in den letzten 20 Jahren ist und übrigens, dass dann mein erstes Theaterstück auch geschrieben habe. Also das war das Thema für das. Nächstes Bild bitte. Und der vierte Roman und der zweite Roman in diesem Band heißt nicht No, sondern NO, ich bin ein Chemiker und das O ist ein Großbuchstabe, also Sauerstoff und nicht O. Also das ist NO, ist das Stück Monoxid und nicht das Umgekehrte von Ja, also Nein. Und worüber behandelt sich das? Nächstes Bild bitte. NO ist ein Gas, das man schon 200 Jahre kennt, eine total einfache chemische Substanz, die ein Gift ist für die Umwelt. Aber erst vor ungefähr 30 Jahren, nicht kaum 25 Jahren, hat man gefunden, dass wir alle, die wir hier sitzen, NO ununterbrochen in unserem Körper produzieren, aber in so kleinen Mengen, dass man überhaupt nicht messen konnte, dass man erst in ungefähr 86, 88 gefunden hat und das 10 Jahre den Medizin-Nobelpreis
erhalten hat und meiner Meinung nach sicher noch ein paar andere in der Zukunft erhalten wird. Weil NO, eine der einfachsten chemischen Substanzen, die es überhaupt gibt, ist einer der kompliziertesten biochemischen. Und es hat unglaublich viele Effekte und eines davon ist, dass die Substanz ist, die eigentlich verantwortlich ist für die Erektion des Penis. Also wenn Männer das jetzt hören, dann werden sie, wenn sie in ein Laboratoriumgeschäft laufen und sich einen Tank von Stickoxid kaufen, um das jetzt da so einzuatmen, würde ich vorschlagen, das nicht zu tun, weil sie sofort totfallen werden, was nämlich total giftig ist. Wir produzieren sehr subtil, sehr kleine Mengen ununterbrochen in unserem Körper. Und dann ist es sehr kompliziert, was eigentlich vom NO bis zum Blut im Penis passiert. Und das habe ich hier beschrieben, in einer sehr realistischen, sagte das ist eigentlich mein Viagra-Roman, weil die Basis, nicht immer alle Leute hier haben über Viagra, können wir sagen, haben keine Idee, wie das Viagra eigentlich funktioniert und ist wie Stickoxid. Also ich habe über dieses Thema gesprochen, das ist ein wichtiges. Das nächste Bild bitte. Und da habe ich noch über eine andere Sache da hier gesprochen, die mich unglaublich interessiert und da es mich freut, dass sogar so fast die Hälfte hier Frauen sind, da sehen Sie, das ist ein Thema, das mich immer in fast jedem Roman interessiert hat, nämlich, was passiert mit Frauen in männlich dominierten Gebieten, die also traditionell männlich dominiert waren, von denen natürlich Naturwissenschaften und Religion die zwei männlich dominiertesten von allen sind. Das sind die zwei Gebiete, die nur ein Hormon haben, Testosteron. Die Religion will das nicht zugeben, aber das ist auch der Fall, dass wir sie so sehr gut wissen oder scheinbar wissen sollen. Also, das ist das Thema von diesem Roman. Sie sehen sofort, dass ich mir Themen ausgesucht habe, die etwas mit meinem eigenen Leben zu tun gehabt haben und wo ich auch teilweise einige von den Figuren dabei war. Und dann habe ich mich entschlossen, das war schon ungefähr 15 Jahren, während dieser Zeit habe ich immer zwischen San Francisco und London gependelt, jetzt durch das Dreieckig, da ich jetzt teilweise auch in Wien wohne, ich immer ins Theater gehe, schon jahrzehntelang, und London ist ja die fantastischste Theaterstadt auf der Welt. Also ich sehe ungefähr 30, 40 Theaterstücke im Jahr, also schon Jahrzehnte gesehen, ich sehe sehr viel Theater, aber nur spezielles Theater. Ich gehe nicht an Musicals, ich gehe nicht an dumme Komödien, ich gehe an insbesondere die intelligenten englischen Stücke, ob sie klassisch oder modern sind. Und da eines Tages habe ich mir entschlossen, es wird so lange dauern, sagen warum, dass ich ein Theaterstück, ich bin zu einem Stück gegangen im Royal National Theatre in London, das ist ein fantastisches Theater ist. Das war eines der ersten Stücke, die sich mit einem wissenschaftlichen Thema behandelt hat. Das Stück wurde nie auf Deutsch übersetzt, das ist von einem bekannten Engländer, Stephen Polyakov, das heißt Blinded by the Sun, also geblindet von der Sonne, und hat über ein sehr wichtiges chemisches Thema geschrieben, eines der ersten Romane, Theaterstücke oder das. Gewöhnlich gibt es sehr wenige Theaterstücke bis damals, die irgendwas mit der Wissenschaft zu tun haben. Wenn ich das sage, sagen immer Leute, naja, aber Brecht, Galileo und Dürrenmatt, die Physiker und dann vielleicht ein paar andere, aber das sind ja wirklich nicht Stücke über Wissenschaft. Die haben etwas mit Wissenschaftlern zu tun, aber mit ganz anderen Themen. Nicht? Brecht hat ja nicht wirklich über die Wissenschaft von Galileo gesprochen, sondern den Streit zwischen der Kirche und der Gesellschaft. Und Dürrenmatt hat wirklich ein anderes, der Zweck war ja damals die Angst des Atomkrieges und so weiter. Also schreibt, wenn Sie das Dürrenmatt-Stück kennen, über drei Physiker, die wirklich eine Irrenanstalt sind. Hier steht ein seriöses Stück und da bin ich entschlossen, ich werde ein Stück über den Roman schreiben, also über den Gegenstand des Romans schreiben, Menachem Same, über ICSI, über interstitioplasmatische Spermieninjektion und was das wirklich bedeutet, insbesondere im Leben der Frauen anstatt nur der Männer. Und da habe ich ein Stück geschrieben, das Ungefleckt heißt. Also das ist als Buch herausgekommen, bei Heimann Verlag wieder, in einem Buch, das zwei Theaterstücke von mir hat. Kalkül, ich werde nicht darüber jetzt sprechen, ist das dritte Stück, aber Unbefleckt. Das war nicht der Titel. Das ist wieder ein Titel, der englische Titel kann man nicht in irgendeine andere Sprache übersetzen. Auf Englisch heißt es An Immaculate Misconception, also ein unbeflecktes Missempfängnis.
Das wäre natürlich ein arger Titel, insbesondere, würde ich sagen, in einem katholischen Land. Also eine Beleidigung ist. Und das wollte ich überhaupt, ich habe mich überhaupt nicht das geschrieben. Der Grund natürlich auf Englisch ist Missempfängnis, also Misconception hat eine Doppelmeinung, auch Missverständnis. Und bei mir war es Missverständnis. Also das kann man nicht auf irgendeine andere Sprache übersetzen. Dieses Stück ist schon auf 12 Sprachen übersetzt worden und in keiner ist der englische Text übersetzt worden. Also auf Deutsch heißt es dann unbefleckt, auf Schwedisch obefleckert, auf Serbisch hat es geheißen Vergewaltigung unter dem Mikroskop, in Portugiesisch hat es geheißen, ich übersetze das, dieses Spermium gehört mir, in Französisch hat geheißen Une Immaculée Miss, neues Wort Conception, also, weil, wie Miss Europa, Miss France und so weiter. Also Sie sehen, es war interessant, wie Sie das geändert haben. Also es war ein wichtiges Stück für mich. Und wir überspringen die nächsten zwei Bilder. Nächstes, ja. Dann habe ich das dritte Stück gespielt. Das war von meinem kommerziellen Standpunkt das erfolgreichste von allen. Hat natürlich psychologisch einen Namen Ego. Es hat erst einen anderen Namen gehabt, Marx verschieden auf Deutsch, aber dann Ego und so ist es herausgekommen, wieder rausgekommen beim Heimann Verlag. Nächste Bild bitte. Nämlich sowohl der Roman Ego wie ein Stück, das ich dann 10 Jahre später darüber geschrieben habe, als Roman, als Theaterstück. Und es ist sehr interessant, meiner Meinung nach, zu lesen, wie man ein Roman, ein Thema als Roman beschäftigt und sich dann entschließt, Jahre später dasselbe Thema in ein Theaterstück zu überarbeiten. Also die Figuren sind dieselben, aber sonst sind allerlei Sachen verschieden. Das ist für mich ein sehr quasi autobiografisches Stück. Wir haben nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Ich wollte nur sagen, der Titel ist schon ganz klar. Ich spreche über einen egomanischen, berühmten Mann, der die Obsession gehabt hat, er wollte seinen Nachruf lesen, war unglaublich neugierig, was die Leute wirklich über ihn denken. Und er hat gedacht, die einzige Art und Weise, in der er das tun kann, es gibt gewisse Leute, die es getan haben, muss ich Ihnen gleich sagen. Hemingway ist ein Beispiel. Das war aber nur ein Zufall. Er war in einem Unfall in Afrika und Leute haben gedacht, dass er tot war. Und es hat ungefähr hunderte von Zeitungen auf der Welt gegeben, die sofort am nächsten Tag einen großen Artikel über Hemingway, den toten Hemingway geschrieben. Nicht alle, die New York Times hat es nicht gemacht, weil die wollten wirklich den Beweis haben, dass er tot war. Und 3 Tage später ist er wieder erschienen. Da war er beim Spital und hat die wunderbare Zeit gehabt, alle diese Artikel zu lesen. Dann gibt es eine andere Person, Agatha Christie, die eine bekannte Autorin ist und die hat ihren Tod aus Rache gegen ihren Mann, der sie verlieren wollte, verloren oder weggegangen ist, inszeniert. Und da wurden auch allerlei Nachrufe geschrieben, dann ist sie natürlich wieder erschienen. Also ich muss eher sagen, ich habe öfters auch darüber geträumt. Das gefällt mir, die Geschichte. Natürlich werde ich es nicht tun, aber in diesem Roman hat der Mann wirklich seinen Tod inszeniert. Also er war nicht tot. In einem Segelunfall, so ist man den Mann nicht gefunden hat, aber wirklich überlebt und das war ein Unfall in der Nähe von New York und er ist dann weiter in San Francisco gelebt unter einem Pseudonym und hat alle die Nachrufe und die kritischen Artikel und so weiter gelesen und dann natürlich kommt das wirklich psychologische Problem. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen über Fernando Pessoa, den portugiesischen Gedichter, kennen. Fernando Pessoa wurde nach seinem Tod weltberühmt, nicht vorher. Er ist die Person, die wirklich das Konzept der Heteronymen entdeckt, also Heteronyme, nicht Pseudonyme. Heteronyme, wo er nicht nur andere Namen, sondern andere Persönlichkeiten auch übernommen hat und unter den neuen Persönlichkeiten in einen anderen Stil geschrieben hat. Und die haben sich dann selbst kritisiert und viele Leute haben gar nicht gewusst, dass es derselbe Mann ist. Nicht? Er hat seine eigenen, man kann das psychoanalytisch oder psychiatrisch sogar beschreiben, das heißt, ich weiß nicht, also eine Split Personality, wäre es getrennte Personalität, irgend so. Gut, also ich habe dieses Thema hier geschrieben, das war wichtig für mich. Nächstes Bild bitte. Aber dann bin ich, das ist ein Theaterstück umgewandelt und hier sehen Sie das Deutsche. Das war ein großer Erfolg, das ist auch ein Tournee, nicht in Österreich, wo es eigentlich auch gespielt wurde, stimmt, im niederösterreichischen Theater in St. Pölten. Aber das ist aber ein zweijähriges Tournee durch
68 Deutsche Theater gegangen. Und also, das war das. Das nächste Stück, nächste, und das ist wichtig, damit Sie das wirklich sehen, hat Fallstricke geheißen, auf Deutsch, auf Englisch, entschuldigen Sie. Gehen wir schnell weiter, ein bisschen schnell weiter, weiter. Hier, Sie sehen das Englisch, heißt das Fallacy. Also wenn Sie Englisch wissen, Fallacy ist natürlich mit F geschrieben. Also PH, da sehen Sie natürlich das Analoge zum Phallus. Also Fallacy ist so ein Fehler oder Art von Missverständnis. Aber PH ist natürlich etwas anderes. Das ist ein Doppelspiel. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem, was wir vorher gehabt haben. Danke. Und der WDR hat das als deutsches, als Hörspiel ausgeführt. Und die sind mit dem wunderbaren Titel Fallstricke mit PH rausgekommen, das meiner Meinung nach auch wirklich ideal ist. Und worüber ist das? Das ist mein österreichisches Stück. Und es tut mir sehr leid, dass die Österreicher nicht den guten Geschmack, die Theater nicht einen guten, interessanten Geschmack haben, weil sie es bis jetzt noch nicht aufgeführt haben, obwohl das wunderbare Premieres in London, in New York gehabt haben. Ich werde im Moment zeigen, woanders. Und ich zeige Ihnen hier ein, noch nicht das nächste Bild. Es ist ein Stück, das in Wien passiert ist. Und es über ein Kunstwerk ist, also ein Streit zwischen der Kunst und der Naturwissenschaft. Natürlich zwei Themen, die mich unglaublich interessieren. Und die Hauptfiguren sind ein Chemiker, also ein wirklicher Chemiker, wenn ich jetzt sagen, wer das ist. Das ist ein Österreicher in Wien, der mir die Geschichte am Anfang erzählt hat, die ich dann studiert habe. Und den ich Rex nenne. Und eine sehr wichtige Kunsthistorikerin, die ich Regina nenne. Und die beide natürlich Koryphäen in ihren Gebieten sind und sich dann streiten, weil sie eine Hypothese haben über eine sehr berühmte Skulptur im Kunsthistorischen Museum in Wien. Wenn Sie in die antiken Sammlung, Teil des Kunsthistorischen Museums, wenn Sie reingehen auf der rechten Seite, da sehen Sie eine wunderschöne, riesen römische Bronzeskulptur, die heißt die Jüngling von Magdalensberg. Und das war die erste große, intakte römische Skulptur, die man nördlich von Italien in Kärnten am Magdalensberg im 16. Jahrhundert entdeckt hat, die vom 2. Jahrhundert stammen sollte und das war die älteste intakte römische Skulptur nördlich von Italien gefunden. Das war dann allerlei Kaiser haben das gehabt, dann endlich zum Kunsthistorischen Museum vor ein paar Jahrzehnten erschienen, Jahrhunderte erschienen und es war eines der schönsten Sachen. Vor 25 Jahren hat der damalige Direktor des Kunsthistorischen Museums einen Fehler gemacht, das den Chemikern gezeigt. Chemiker in der Universität für angewandte Chemie, die Experte im Bronze sind und die innerhalb 4 Wochen gezeigt haben, dass es kein 2. Jahrhundert Bronze-Skulptur sein kann, sondern ein Guss vom 16. Jahrhundert. Das war natürlich ein Skandal, obwohl es ein Guss ist, nicht? Das ist nicht eine falsche Sache, es schaut genauso aus, aber es ist nicht vom 2. Jahrhundert. Natürlich eine sehr interessante Sache. Was bedeutet eigentlich, dass etwas, das ein Klon ist und trotzdem nicht dasselbe? Und die streiten sich sehr. Nächstes Bild hier. Und da sehen Sie zum Beispiel einen Dialog zwischen den zwei, wie sie schimpfen. Nicht? Hier also die Regina und wütend und den Chemiker. Nicht? Also sie, nicht? Sie halten sich sklavisch in die Regeln der Chemie, die sie als Student gelernt haben, der ganze sterile alten Mist, verbohrten Kunstbanausen propagiert, für denen jeder Sinn für Schönheit abgeht, die den Korpus der Kunst, die Spur von Ästhetik aus dem Eigenreißen, keine Notiz nehmen von unserem subtilen Studium, Stil, Form, Patina, aber ich werde diesen Ballon selbstgerechter, aufgeblasener, nassforschender, aber ganz platzen lassen. Sie schimpft ununterbrochen. Sie sehen ja weiter, nicht? Nein, ich muss nicht korrigieren, nicht das forsche Arroganz, sondern präpotentes Macho-Gehabe, den exquisiten Wein ästhetischer Sensibilität in Essig zu verwandeln, typische Chemiker. Nicht? Also ich als Chemikerin darf mir das erlauben. Das ist genauso wie der Thomas Bernhard kann über Wien schimpfen. Also ich kann über die Chemiker schimpfen. Und das hat mich sehr amüsiert. Also natürlich ein interessantes Stück, weil das ist ja, das ist Science and Theater, das ist ja eine wirkliche Geschichte und ich beschreibe nicht nur, was das Neue ist, aber was ist da wirklich passiert, was ist also im 15. Jahrhundert passiert, wer hat das getan und wo war das Original und das können Sie hier im Stück ausfinden. Das nächste Bild wäre, und voriges Jahr war eine fantastische portugiesische
Premiere in Porto. Den ganzen Monat dort gespielt. Wollte ich euch zeigen, die haben eine so komplizierte Bühne gehabt, wo sie alle die Sachen auf einer Bühne, alle diese kleinen Szenen zur gleichen Zeit spielen konnten. Es war wirklich also die Naturwissenschaftler sind da unten, die Kunsthistoriker sind da, gibt es auch eine junge Kunsthistoriker und so weiter, eine historische Sache. Also das wurde wunderbar in Portugal aufgeführt. Nächstes Bild bitte. Also Sie sehen hier, war das jetzt in England, haben sie es auch gut gemacht. Das nächste Bild bitte. Ich möchte jetzt aufhören, weil ich sehe, die Zeit ist vorbei. Und ich möchte nur sehr kurz über das beste Buch schreiben, das ich je geschrieben habe. Und da freut es mich, dass ich hier ein paar von den Englischen hier sehe. Und das heißt, hier sehen Sie das Englische, das Deutsche bitte. Das nächste Bild. Also vier Juden auf dem Parnass. Den Parnass, über den ich spreche, das ist ohne Frage das wichtigste und das bestbeschriebene Buch, das ich geschrieben habe. Und das persönlichste. Das habe ich also erst vor ein paar Jahren rausgekommen. Ich habe 3 Jahre daran geschrieben, eine sehr argen Zeit, wo sowohl meine Frau wie ich schon gewusst haben, dass sie sterben wird, aber noch nicht wann. Also wir haben gewusst, sie wird noch ein paar Jahre leben. Und wir haben unter diesem wirklichen Damoklesschwert gelebt und haben uns beide in Arbeit vergraben. Sie an eine Biografie vom Ovid. Also denken Sie daran, eine Biografie für einen Mann zu schreiben, der vor 2000 Jahren gestorben ist, wo es überhaupt kein archivales Material gibt. Sein Buch, das jetzt im Dezember in deutscher Übersetzung zum ersten Mal herauskommen wird, und das ist sehr wichtig für mich. Ich habe mich zur gleichen Zeit in ein Thema vergraben, das total verschieden für mich war, nämlich über 4 Juden. Das Wichtige war der Jude-Part, muss ich gleich sagen, Jude mit Anführungszeichen. Aber Leute, die nichts mit der Naturwissenschaft zu tun haben, über die ich teilweise sehr wenig gekannt habe. Und Sie sehen hier Walter Benjamin, Theodor Adorno, Gershom Scholem und Arnold Schönberg, also 3 Deutsche und ein Österreicher. Den einzigen, den ich wirklich gekannt habe, ist Schönberg. Und ich bin nicht eine Person, die sich Schönberg-Musik nicht anhört, weil ich glaube, er ist nicht nur einer der wichtigsten Komponisten, einer der 2 wichtigsten des vorigen Jahrhunderts, theoretisch. Aber seine Musik ist nicht nur kompliziert, aber auch so allerlei Sachen. Es ist nicht nur die sogenannte atonale Musik von den, sagen wir, 1920 und so weiter, aber sowohl vorher wie nachher. Also ich nehme an, Sie wissen, wer Walter Benjamin und Theodor noch ist. Scholem, weniger Leute kennen, einer der berühmtesten Kabbalisten. Die wichtige Sache für mich war, ich wollte endlich mich am späten Jahrzehnt meines Lebens mit der Frage beschäftigen, die ich eigentlich nicht intern sehr viel darüber öffentlich beschäftigt habe, nämlich was es bedeutet, ein Jude zu sein, mit Anführungszeichen, also nicht vom religiösen Standpunkt, nämlich typisch jemand wie ich. Also das, ich bin total nicht religiös, ich bin auch nicht von religiösen Familien aufgebracht, aber trotzdem werde ich als Jude angenommen und ich stelle mich auch jetzt so vor und ich bin als Jude rausgeschmissen worden und da komme ich also als teilweise als Jude wieder zurück hier, ganz klar. Aber was bedeutet das? Und was bedeutet es nicht nur in meinem Leben, was mir nicht ganz klar war? Und da wollte ich wohl studieren über andere, die in derselben Situation waren, nämlich Deutsche oder Österreichische vom vorigen Jahrhundert, vom 19. Jahrhundert. Und das Interessante ist, dass diese 4 Personen, und da kommt noch eine 5. darauf, die ich Ihnen dann gleich beschreiben werde, die ganz verschiedene Juden waren. Juden in Anführungszeichen. Und die Frage, die ich natürlich stelle, wer stellt die Anführungszeichen über das Wort Jude und wer kann sie wegnehmen? Das ist nie der Jude selber, das sind andere Leute. Also Benjamin hat nie gewusst, ob ein deutscher Jude ein jüdischer Deutscher ist. Keine von denen waren religiöse Juden, muss ich Ihnen gleich sagen, das ist wichtig natürlich. Also das ist ein großer Unterschied. Und ich habe dann hier wie der Rektor hier gesprochen hat über meinen Vortrag hier, wo ich teilweise über das gesprochen habe, ob ich ein amerikanischer Wiener oder ein Wiener Amerikaner bin. Das ist auch ein sehr großer Unterschied. Und manchmal bin ich eines und manchmal bin ich das andere. Theodor Adorno war der typische jüdische Nicht-Jude. Sein Vater hat Wiesengrund geheißen, er war ein getaufter Jude, seine Mutter war eine Katholikin, die hat Adorno geheißen und hat seinen Namen später im Leben auf seine Mutter umgewandelt, damit er nicht den jüdischen Namen
Wiesengrund haben wird. Trotzdem haben die Nazis natürlich in den 30er Jahren den Juden Wiesengrund genannt und er hat dann nach Amerika emigrieren müssen. Und was es dann für ihn bedeutet hat, wie er dann kurz nach dem Ende des Krieges schon als Professor nach Frankfurt zurückgekommen ist, die Universität, wo er sein Doktorat, sein erstes Doktorat bekommen hat, nicht unterrichten konnte und dann haben ihn zurück eingeladen als Professor und Leute haben ihn dann als Reparationsprofessor genannt, das ist natürlich teilweise eine Beleidigung ist. Scholem, auch ein typischer Berliner Jude, die ich also Weihnachtsbaumjuden nenne, die nicht Hanukkah gefeiert haben, sondern Weihnachten, genauso wie meine Familie in Wien, also nicht mit Christus oder einem Kreuz am Tannenbaum, sondern Kerzen, aber Geschenke wurden an Weihnachten gegeben und nicht um Hanukkah herum, das überhaupt nicht gefeiert wurde. Gershom Scholem, der Gerhard Scholem geheißen hat, hat seinen Namen auf Gershom Scholem umgewandelt, wie er noch jung war, und hat sich entschieden, wie er 15 Jahre alt wurde, ein Zionist. Also wir sprechen in den 1914, 15, 16. Und dann sein Doktorat in München über die Kabbalah gemacht und 1923 schon nach Palästina emigriert ist. Also in diesem Fall ein deutscher Zionist. Und dann Schönberg, der Wiener Jude, der wie so tausende von Wiener Juden, wie meine Familie, mehr wienerisch als die Wiener waren, habe ich dann getauft hat, nicht bei meiner Familie, sondern bei ihm, für, wie der Gustav Mahler zum Beispiel, für professionelle Gründe. Gustav Mahler konnte nicht der Intendant der Staatsoper sein, wenn er nicht sich getauft hätte, während der Zeit von Bürgermeister Lueger. Und nach den, ist er trotzdem an Leute natürlich den Judenmaler genannt. Und dann, also Schönberg hat sich getauft als Protestant und 24 Jahre später ist er wieder zurückgezogen zum Judentum mit Chagall als sein Zeuge, weil er gefunden hat, dass es überhaupt keinen Unterschied für ihn gemacht hat. Und er wurde dann wirklich ein Jude, nicht religiös, aber wenn sich seine Musik von 1935 an Schönberg-Musik anhören und manche der Stücke, also Opern oder sogar den Kol Nidre und so weiter, da werden Sie wirklich interessante jüdische Themen in seiner Musik finden. Aber dann habe ich über eine fünfte Person geschrieben, mit der ich 50 Jahre schon gelebt habe, mit Anführungszeichen, Paul Klee. Und Paul Klee ist überhaupt kein Jude, aber ich nenne ihn einen typischen nicht-jüdischen Jude. Nämlich 1918, und sehr wenige Leute wissen das, haben die Nazis ihn schon Paul Zion Klee genannt, wie er in München gelebt hat, zur gleichen Zeit wie Hitler, 1918 bis 1920. Und wo er dann versucht hat, eine Stelle in Stuttgart in der Kunstakademie zu kriegen und wurde abgelehnt als Paul Zion Klee, weil schon damals, aber ich spreche nicht über die 33er Jahre, wo diese Kunst dann an die entartete Kunst genannt wurde von den Nazis, sondern ich spreche über 1918, 1920, wo diese Art von Kunst, wie zum Beispiel er oder Dix und so weiter gemalt haben, jüdisch beschrieben wurden, weil sie nicht typisch deutsch waren, arisch-deutsch. Also das ist ein Thema, da schreibe ich sehr viel auch über, was das für Paul Klee und seine Kunst bedeutet hat. Das war sehr wichtig, das aus meinem System herauszubringen. Und Sie werden, das ist ein Buch, das hat 118 Bilder, die von einer Österreicherin teilweise illustriert wurden, die Gabriele Seethaler heißt. Und dann habe ich, und das Interessante bei diesem Buch ist, das ist sehr recherchiert, ich habe 3 Jahre daran in den Archiven in Berlin, Frankfurt, Wien und Jerusalem gearbeitet. Ich habe sehr viel über die Frauen dieser Männer geschrieben, wo sehr wenig bekannt ist. Der ORF hat das dann als Hörspiel vor ein paar Jahren und dieses Jahr wieder nochmal aufgeführt. Aber ich habe mich entschlossen, das dialogisch zu schreiben. Und wenn Sie das Buch also aufmachen, leider ist es eingepackt hier, nur einfach aufmachen in der Mitte. Ah, danke. Danke vielmals. Also Sie machen nicht so einfach auf. Nicht? Und da werden Sie sehen, das ist alles dialogisch geschrieben. Und dann werden in der Buch, und dann machen sie einfach zu und sagen, na, ich lese keine Theaterstücke.
Wenn das Ihre Meinung ist, das ist eine blöde Meinung, sowieso, aber insbesondere in diesem Fall. Weil Sie sehen natürlich auch Sachen wie zum Beispiel sehr schöne Bilder. Und das sind zum Beispiel Klee-Bilder. Aber dann können Sie auch Bilder sehen, die noch niemand gesehen hat, wo ich das Erlaubnis von der Klee-Familie bekommen habe. Und das ist das erste Mal, dass es gegeben hat, wahrscheinlich auch das letzte Mal. Nämlich, dass Sie uns erlaubt haben, Collagen, Klee-Collagen zu machen. Die sehen Sie zum Beispiel hier und auf der vorigen Seite. Das sind Collagen, zum Beispiel genau wie die Collagen von Schwitters. Aber das Material, danke vielmals, das wir gebraucht haben, sind alle anderen Klees. Also Collagen von Klees über Klee. Das ist ein raffiniertes Buch. Wie gesagt, ich habe das dialogisch geschrieben und viele Leute haben gesagt, das ist ein Theaterstück. Das ist ganz klar, dass sie nicht gelesen haben. Weil es hat nicht die Struktur eines Theaterstücks, aber es ist wie, ist dialogisch geschrieben, als ein Genre, das wir nicht mehr kaum gebrauchen. Aber wenn Sie daran denken, von den Griechen bis zum 17. Jahrhundert wurde vieles Literarisches dialogisch geschrieben. Für Wissenschaft Galileo zum Beispiel, die wichtigen Argumente, hat er als Dialoge geschrieben. Erasmus von Rotterdam, einer der wichtigsten Humanisten des Renaissance, hat sehr viel dialogisch geschrieben über gewisse Themen. Immer nur zwei Personen, also kein Theaterstück. Habe ich mir entschlossen zu tun. Also wie Leute mich da beleidigt haben teilweise, sagen, ein Theaterstück. Wie wir sehen, ich bin da eine Person, die über mich selber sowohl lachen wie schimpfen kann, aber ich kann auch beleidigt werden. Habe ihm gesagt, ich werde mich revanchieren. Und das letztlich kommen, glaube ich, zum letzten Bild. Ja. Und da habe ich mir gesagt, da werde ich ein wirklich Theaterstück schreiben. Also ein Theaterstück über dieselben Personen. Ich habe noch eine neue Person reingebracht, nämlich Hannah Arendt. Und da sehen Sie wieder Theodor Adorno, Walter Benjamin und Gretel Adorno. Und die Pfeile sind sehr wichtig, weil das sind die Interaktionen zwischen den Leuten. Und da schaut er in der Mitte, sehen Sie natürlich, schaut wie ein X aus. Und das ist die fünfte Person, die ich erfunden habe, ein Fräulein X, weil es ist ein Theaterstück. Und es sieht sehr viel, es hat viel mit Sex und Pornografie zu tun, aber in einer intellektuellen Art und Weise, kann ich Ihnen gleich sagen. Sie können das auch 14,5 Jahren alten Mädchen zeigen, wenn die intelligent sind und das lesen können. Also da ist keine schmutzigen Sachen drinnen, mehr oder weniger. Aber es ist ein amüsantes Stück. Aber ich wollte hier beweisen, dass Theaterstücke auch gutes Lesematerial sind. Und erstmal habe ich natürlich in diesem Fall einen literarischen Verlag. Das ist die englische Auflage. Ich werde sofort die deutsche zeigen. Das Wichtige ist, das Foreplay im Englisch hat eine Doppelbezeugung natürlich. Vorspiel, aber auch sexuell. Und das ist genauso wie im Deutsch. Vorspiel hat ja auch immer diese Doppelmeinung. Also wie ich das geschrieben habe, ich gesagt, ich schreibe das Buch erst als Theaterstück, also die Struktur des Theaterstücks, nur Dialog, alles die Namen der Personen. Aber ich wollte, dass Leute es auch amüsant lesen können, einfach Dialoge lesen können. Und da habe ich entschlossen, dass es erst, bis jetzt ist noch nicht aufgeführt worden, muss ich Ihnen gleich sagen, es wird erst erstmal in Wien im nächsten März aufgeführt, an drei Verleger geschickt. Gewöhnlich soll man es nicht tun. In diesem Fall war es total koscher, weil ich das an drei Verleger in drei verschiedenen Sprachen geschickt habe. Also eins in Amerika, eins hier und eins auf Spanisch. Also sind keine Konkurrenzen. Und die haben keine Theaterrechte, die haben nur die Rechte für Deutsch, für Englisch und für Spanisch gekriegt. Habe ihnen zur gleichen Zeit an die drei per E-Mail geschickt. Das ist mir noch nie vorher passiert, wahrscheinlich wird es mir nie wieder passieren. Die drei haben das innerhalb zwei Wochen alle angenommen. Und das war im August 2010. Und zufälligerweise, noch immer nicht gewusst, dass die anderen das gehabt haben, die haben es noch übersetzen müssen ins Deutsche und ins Spanische, sind alle drei zur gleichen Zeit im März 2011, also vor einem Jahr, rausgekommen. Also es ist schön, drei Bücher rauszukommen. Also hier ist das Englische, das nächste ist das Deutsche. Das sehen Sie also hier. Vorspiel, sehen wieder die Gesichter der vier Leute, aber ganz anders, und das Spanische. Und das Spanische ist interessant, weil auf Deutsch und Englisch das Wort dasselbe, Vorspiel, Foreplay. Im Spanischen Preludio oder Französisch Prélude ist das nicht, es kann auch das bedeuten, aber wenn Sie jemanden über Prélude sprechen, das erste ist die musikalische Sache, nicht Vorspiel oder musikalisch. Um zu sagen,
Preludio, das ist der Untertitel, nicht? Preludio una Historia del Sexo in la Escuela de Frankfurt, also eine Geschichte vom Sex in der Schule, der Frankfurter Schule. Also Frankfurter Schule meine natürlich die Schule der Soziologie, die Schule von Theodor Adorno und also die noch immer in Frankfurt existiert. Also die Stücke sind zur gleichen Zeit, die Bücher sind zur gleichen Zeit herausgekommen. Was in meiner Meinung, soweit ich weiß, gibt es wahrscheinlich überhaupt kein Beispiel eines modernen Theaterstücks, weil es ist ein Theaterstück, das schon als Buch, als literarisches Buch, nicht von einem Theaterverlag, von einem literarischen akademischen Verlag herausgebracht wurde, als Lesematerial in drei verschiedenen Sprachen. Also nicht erst in eine und dann übersetzt wurde. Also es ist für mich ein interessantes Experiment, das beweist, dass zumindest gewisse literarische Verleger mein Argument angenommen haben, dass ein Theaterstück unter gewissen Bedingungen interessantes Lesematerial sein kann und als solches auch herausgebracht werden. Ich glaube, ich habe noch zwei Bilder. Ja, also wollte ich Ihnen zeigen, und das war, der Verlag ist ein argentinischer, also hat einen wunderbaren Titel, Capital Intellectual. Also das ist wunderbar. Und ich zeige, wo ich, und die haben auch vier Juden auf dem Parnass Spanisch herausgebracht. Also da bin ich nach Buenos Aires geflogen zur Vernissage. Und glauben Sie, das ist eine Buchhandlung. Das ist die schönste Buchhandlung in der Welt, die ich je gesehen habe. Ich frage Sie, ob Sie je so eine Buchhandlung gesehen haben. Das hat mir gefallen. Also das ist nicht Amazon, das ist eine wirkliche Buchhandlung. Das war ein fantastischer Platz. Da wollte ich nur zeigen, das Buch, das vor zwei Wochen rausgekommen ist, von denen die ersten drei Exemplare jetzt hier in Österreich sind, und das also auf Deutsch in ein paar Monaten rauskommen wird. Das heißt Chemie im Theater, und das selbst dann zwei Theaterstücke hat. Und eines davon heißt Insufficiency, das seine Premiere in London im Herbst haben wird. Auf Deutsch heißt es Killerblumen. Und da wäre ich Ihnen schamlos. Heute bin ich in einer guten Laune hier in Graz. Ich weiß nicht warum, also erzähle ich, sollte es Ihnen nicht erzählen, aber spielt ja keine Rolle. Graz ist eine wichtige Stadt für mich emotional, weil Sie gehört haben. Ich habe schon viele Ehrendoktorate erhalten früher, noch nie eines von Österreich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich gewundert, teilweise auch irritiert. Weil wenn man so, was weiß ich, 1, 2, 3, 4 Ehrendoktorate kriegt, dann sind das gewöhnlich von Universitäten, mit denen man irgendeine Verbindung hat. Nicht? Man war ein Absolvent dort, ein Bekannter oder einmal ein emeritierter Professor, oder hier ist das nicht der Fall, aber bei uns, sie geben viel Geld an der Universität und da kriegen sie auch manchmal ein Ehrendoktorat. Aber wenn sie 5 oder 10 oder 15 oder 20 oder 30 oder 100 Ehrendoktorate kriegen, ist es was ganz anderes. Nicht? Dann können sie nicht mehr die Verbindungen sein mit Universitäten, dann kriegen sie die, weil sie irgendetwas anderes ihnen ehren wollen, also eine Erfindung oder irgend so ein Kunstwerk. No, und dann, ich bin mehr oder weniger in dieser Situation, habe mich gefunden, ein paar Dutzend Ehrendoktorate, und gefragt, von wem kriege ich dich? Von vielen Ländern, wo ich überhaupt keine Verbindung gehabt habe, was weiß ich, Belgien oder Schweden oder Schottland oder Schweiz, Portugal. Also, aber keins von Österreich. Und ich habe mir gedacht, also bitte, das ist das einzige Land, wo ich eigentlich einen Grund geben würde, einen Reparationsgrund oder einen Versöhnungsgrund oder einen Grund sagen, einen entschuldigen sehe. Also, und ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen, dass die erste Universität es gemacht hat, bis jetzt die einzige war die TU Graz, weil ich habe keine wirkliche Verbindung mit dieser Stadt gehabt. Als Kind habe ich Graz nie gekannt. Das nächste war Kirchberg am Wechsel, wo ich dann auch als Kind dort war, bei einem Pfadfinder, mit dem Pfadfinder. Ich bin nie nach Graz gekommen. Ich habe auch Linz nicht gekannt. Nicht mein Österreich war die Wachau bis zum Semmering, Burgenland, mehr oder weniger. Also das hat mir sehr gefallen. Aber jetzt ändert sich das in zwei Wochen. Da kriege ich also doch noch ein Ehrendoktorat, das ich vielleicht schon früher kriegen sollte. Das ist schamlos natürlich und frech. Aber warum nicht? Heute, ich bin in Graz, nicht in Wien, kann ich das zugeben. Und das ist die Universität Wien. Die gibt es, das ist am 5. Juni. Und was wird der freche Carly Gerassi machen? Nicht? Als Kind hat er mich immer der Carly genannt und nicht der Carl Gerassi. Und natürlich werde ich höflich sein. Aber da auch scheinbar auch der Herr Bundeskanzler dort sein wird, und das vis-à-vis
die Universität vis-à-vis vom Burgtheater ist, ein Theater, wo ich schon oft war, auch als Kind. Das erste Stück, das ich je gesehen habe, war Nathan der Weise im Burgtheater, wie ich 12 Jahre alt war, die aber noch nie etwas von mir aufgeführt haben und sicher nicht von mir aufführen werden. Ich habe mir gesagt, ich werde es also dort vis-à-vis von ihnen aufführen. Und habe eine Schauspielerin eingeladen, als mein Gast zu diesem Festakt zu gehen, der sind alle eingeladen, weil sie brauchen keine Karten, das ist im großen Festsaal um Mittag, also sie können den 9 Uhr Zug nach Wien nehmen und bequem die U-Bahn zum Schottenring gehen und ins Hauptgebäude reingehen und sich im Festsaal hinsetzen, wenn sie mir versprechen, nachher auch zu applaudieren, weil ich habe den Rektor gesagt, also schauen Sie, ich möchte 10 Minuten haben, indem ich, anstatt ihn nur zu bedanken, ein dramatisches Spiel vorspielen werde mit einer Schauspielerin aus meinem neuesten Stück. Also das Insufficiency auf Englisch heißt und Killerblumen auf Deutsch. Also das wird die deutsche Premiere, die Weltpremiere sein. Auf Deutsch, in Wien, obwohl nicht in einem Theater, aber zu einem Platz, wo das eigentlich schön ist. Und das letzte Bild ist ein Grazer Bild. Und das ist eine Dame, die leider heute nicht da sein kann, die unterrichtet im Johannium, die heißt Ingrid Gerke, die ihre Doktorarbeit über mich gemacht hat. Die ist eine Doktor in der amerikanistischen Literatur hier in Graz, hat ihr Doktorat gehabt, und sie ist als Buch herausgekommen. Und das hat mir sehr gefallen, weil es ein Buch über meine literarischen Arbeiten, das erste, so rausgekommen ist und nicht über meine wissenschaftlichen. Und sie hat einen interessanten Titel, den Sie selber lesen können. Das ist ja auch hier. Die haben sogar mehr von denen als von anderen. Und da haben sie ein interessantes Bild. Nicht? Sie sehen das zerbrochene Bild. Das wurde von einer Freundin von mir aufgenommen, wie ich vor einem Spiegel, einem gebrochenen Spiegel gestanden ist. Und sie hat mich wirklich psychoanalysiert. Nämlich, sie hat alle meine Bücher mehr oder weniger zur gleichen Zeit gelesen. Ich habe das auch nicht getan. Ich glaube, niemand hat so etwas getan. Und hat gewisse ähnliche Sachen in denen dort gefunden, die ich selber nicht gewusst habe, wie ich sie wirklich reingesteckt habe. Also es war ein sehr gutes Beispiel über die Art von Autopsychoanalyse, die ich beschreiben kann, weil nur in einer Autopsychoanalyse gibt es Sachen, die sogar der Analysant nicht bemerkt hat, dass sie wirklich angegeben hat. Also ich habe wirklich schon zu lange gesprochen. Ich danke, dass Sie nicht verschwunden sind. Ich danke, dass Sie gekommen sind. Danke.